Leute zu Hause, herzlich willkommen auf meinem Kanal Wurzelwahn. Heute, wie man unschwer erkennen kann, dieses große Gerät. Ja, wer erkennt sie? Dieses wunderschöne Blatt, diese schöne Zeichnung und diese tolle dunkle Farbe. Ja, es ist nichts anderes als unsere Alocasia Black Velvet und zwar meiner Meinung nach in der Größe L. Ich will jetzt nicht übertreiben, sonst hätte ich fast XL gesagt. Aber nein, das ist L. Und ja, viel brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ihr seht sie selber. Sie hat eine wunderschöne Blattfarbe, eine wunderschöne Blattzeichnung und ist so gut wie makellos. Dieses Blatt ist das neueste Blatt und mittlerweile auch das größte. Nach dem Ausschieben war es noch ein bisschen kleiner, hat jetzt noch ein bisschen an Größe noch dazu gewonnen. Und ja, dem Blatt geht es halt auch wirklich gut. Und oh, es fühlt sich einfach nur gut an, Leute. Ich könnte den ganzen Tag rubbeln. Und dieses Blatt hier unten, ja, das ist jetzt nicht mehr das Schönste, ist aber nicht schlimm. Ist eine Alocasia, bekommt neue Blätter, pong, 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 pong. Und sagt sich: Dich brauche ich nicht mehr. Was jetzt aber viele falsch machen, die sagen sich, die Pflanze sieht jetzt aber nicht mehr so schön aus. Ja, ist richtig, aber das gehört dazu. Und wenn wir dieses Blatt jetzt ja, maschinell entfernen würden, dann hätten wir der Pflanze nichts Gutes damit getan. Denn die Pflanze zieht jetzt aus diesem Blatt Restenergie und zwar so viel, bis dieses Blatt Fratze ist. Das bedeutet, es wird entweder selber abfallen. Oder weil ihr es nicht erwarten könnt, werdet ihr hingehen und da mal so ein bisschen dran zuppeln. Moment, vielleicht passiert es ja. Nein, es passiert nicht. Wir lassen es noch. Das bedeutet, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da reicht es, wenn ihr so macht und das Blatt fällt samt Stiel von der Pflanze ab. Nur mal so für den Hinterkopf. Ja, jetzt drehe ich das Ganze mal ein bisschen um. Weniger spannend. Ich denke, ihr könnt euch erklären, warum diese Seite nicht so schön ist wie diese Seite. Ja, richtig. Da kommt Licht her. Das bedeutet, die Pflanze sagt, das, was ich hier an Licht kriege, das hole ich mir, indem ich nach vorne gehe. Ne? Sind die Solarzellen und Solarzellen richtet man ja auch aus in Richtung der Lichtquelle. So, und so macht es die Pflanze auch. Und deswegen ist hier hinten so ein bisschen Glatze angesagt. Und das Schöne ist, wir können hier schön sehen, was sich hier befindet. Und zwar ist das ein Neuaustrieb. Obwohl die Pflanze dieses Blatt hier erst vor 1,5 Wochen komplett herausgeschoben hat, sagt sie sich jetzt schon wieder, ich gebe Neues. Und da sind wir, also ich auf jeden Fall, aber ich denke doch ihr auch, doch sehr gespannt, wie dieses Blatt aussieht. Zum einen und zum anderen, wie lange braucht die Pflanze jetzt, bis sie von diesem Punkt bis zu diesem Punkt angekommen ist? Ja, und das Ganze werden wir beobachten, also vielmehr werde ich das beobachten und für euch filmen und werde das dann natürlich in dieser neuen Serie nur für die Alocasia Black Velvet für euch präsentieren. Ich denke, in spätestens 2 bis 3 Wochen werden wir bzw. ihr mehr wissen. Ich weiß es schon ein bisschen früher. Und ja, schaltet dann wieder ein. Wir gucken uns das Ganze an und bis dahin, ja, haltet die Ohren steif, pflegt eure Pflanzen und bis dahin. Bye bye. Oh, Backe, ich habe was vergessen. Deswegen bin ich jetzt gerade wieder zurück. Und zwar, wie lebt die Pflanze überhaupt bei mir? Und zwar lebt die bei ungefähr 80% Luftfeuchtigkeit. Eine permanente Temperatur von 24 Grad und sehr viel Licht. Also die steht unter einer Pflanzenbeleuchtung und zwar ja wirklich unmittelbar drunter. Die Pflanzenleuchte, die beleuchtet aktuell nicht bei vollen 100%, sondern die ist gedrosselt auf ungefähr 60%. Aber ich sag mal, wenn ihr so einen Luxmeter habt, kommt man damit auf jeden Fall über 1000. Die Frage ist, braucht sie wirklich 1000 oder nicht? Kann man ausprobieren. Ich möchte jetzt aber gar keine großartigen Tests machen, weil die einfach so, wie sie gerade ist, wunderschön ist. Und ja, aber spätestens im Februar, ach, spätestens im März, so,
In genau 3 Monaten kommt sie sowieso auf die Fensterbank und dann werden wir sie mal beobachten, was da mit der Pflanze passiert. Aber wie schon eben gesagt, wir werden sie auf jeden Fall aufgrund dessen, dass sie gerade ein neues Blatt rausschiebt, in den nächsten, ja, 2 oder 3 Wochen wieder zu Gesicht bekommen. Und klickt wieder in dieses Video bzw. in diese Playlist rein und seid gespannt. Bis dahin, jetzt auf jeden Fall, bye bye.